Mein Name ist Sandra Weser, ich bin Bauausschussvorsitzende im Deutschen Bundestag und sitze in der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung. Et ça, c'est mon prêt-à-porter. Hi, kommt rein. Schön, euch zu sehen. Einfach schon mal durch in meinem Büro. Ich war in jungen Jahren nach meinem dualen Studium erst 2,5 Jahre in Frankreich. Da habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Und bin dann aber zurück, weil wir damals ein Familienunternehmen hatten und mein Vater unbedingt wollte, dass ich wiederkomme, weil ich hätte eigentlich nach den 2,5 Jahren in Frankreich eine Festanstellung bekommen. Und dann habe ich zu Hause angerufen und habe gesagt, ich bleibe jetzt hier in Toulouse, weil hier gefällt es mir richtig gut. Und dann ist mein Vater fast ausgerastet, hat gesagt, ja, es geht gar nicht, du musst kommen, ja, die Firma. Und ja, dann nach ein bisschen hin und her habe ich dann meine familiäre Verantwortung übernommen, bin wieder zurück. Genau 2016, also meine politischen Ambitionen sind eigentlich relativ spät gekommen und ich war schon immer liberal orientiert, war auch in der FDP auf kommunaler Ebene. Und dann habe ich nur gedacht, ja, das kann jetzt alles nicht sein. Ja, also das ist die liberale Kraft, die muss weiter erhalten bleiben. Ja, und dann bin ich aber 2017 in den Bundestag gerückt, weil ich mich auf die Liste habe aufstellen lassen und bin jetzt seit 2017 im Bundestag. Ja, ich bin Ausschussvorsitzende, das heißt, ich bereite dann auch mit den Obleuten die Ausschusssitzung vor und danach leite ich eben den Ausschuss. Wichtig oder schlimm ist natürlich auch, dass es jetzt nicht nur um den sozialen Wohnungsbau geht, sondern wir merken halt, dass Menschen, die eigentlich ein sehr gutes Einkommen haben, sich keinen Wohnraum mehr leisten können. Das kommt daher, dass Wohnen extrem teuer geworden ist, Bauen extrem teuer geworden ist. Wir haben die Inflation, was die Preise entsprechend nach oben treibt. Wir haben aber auch steigendes Zinsniveau, was die Finanzierung schwer macht. Und wir haben das ganze Thema, dass Bauen in Deutschland extrem überreguliert ist und dadurch eben auch noch mal sehr hoher Prozentsatz die Baukosten nach oben treibt. Wir wollen aber ans Baugesetzbuch ran, es einfach entschlacken, es einfacher machen, schneller machen, die Genehmigungen schneller machen. Wir haben zum Beispiel in diesem Maßnahmenpaket auch eine Genehmigungsfiktion. Das heißt, es muss bis 3 Monate eine Baugenehmigung vorliegen. Und ansonsten gilt es halt dann als genehmigt. Wir haben sehr viel Geld in den sozialen Wohnungsbau reingetan als Fördermaßnahmen. Es wird ein Programm geben, Jung kauft alt, wo eben alte Immobilien entsprechend an junge Menschen, die auch noch investieren können und wollen, kosten- oder mit einem Förderprogramm erworben werden können. Es ist insgesamt ein Maßnahmenpaket von fast 20 Punkten und ich bin wirklich froh, dass da ein sehr liberaler Zungenschlag auch drin ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es uns dadurch gelingt, jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten den Bau ein Stück weit wieder ans Laufen zu bekommen. Nein. Also ehrlich gesagt, hätte man mir vor 10 Jahren gesagt, du sitzt irgendwann mal im Bundestag, hätte ich das, glaube ich, nicht geglaubt. Und ich bin da unheimlich dankbar, dass ich diesen Weg gehen durfte und die Bürgerinnen und Bürger aus meinem Wahlkreis vertreten darf hier in Berlin. Es ist total spannend, interessant, man kann was bewegen. Also zum Beispiel Madeleine Albright finde ich klasse und gut, Margaret Thatcher, die eiserne Lady, ist vielleicht jetzt nicht in allem ein Vorbild, aber zumindest hat sie sich in einer Zeit, wo die Politik von Männern dominiert wurde, durchgesetzt und hat ihren Weg da auch bestritten. Und das finde ich sehr achtenswert. Ja, ich glaube, sich einfach nicht entmutigen lassen. Politik ist auch ein steiniger Weg und man fällt auch öfters schon mal hin, aber man muss halt dann einfach auch wieder aufstehen. Und es ist kein Sprint, es ist immer ein Marathon. Die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung ist tatsächlich das einzige binationale Parlament auf der ganzen Welt. Besteht aus 50 Abgeordneten des Deutschen Bundestages und 50 Abgeordneten der Assemblée Nationale. Und wir treffen uns regelmäßig. Es geht letztendlich darum, auch ein Stück weit Europa wieder näher zusammenzubringen und vor allen Dingen weiterzuentwickeln. Ja, hallo. Schön, dich zu sehen. Ja, freut mich auch. Super. Très, très.
Darf ich vorstellen, das ist Sabine Thier. Sie ist die Koordinatorin in der AG Außen und Sicherheit auf französischer Seite. Und was ganz spannend ist, wir haben beide die deutsche und die französische Nationalität und versuchen jetzt das ganze Thema, den Kompass, den strategischen, weiter nach vorne zu bringen. Wir beide müssen jetzt allerdings in die Vorstandsbesprechung und müssen deshalb an dieser Stelle hier Tschüss sagen. Und vielleicht noch, unsere doppelte Staatsangehörigkeit erlaubt uns, die ganze Geschichte auch mit interkulturellem Hintergrund zu sehen. Denn da gibt es oft Missverständnisse. Exakt. Weil wir uns einfach nicht gut kennen. Und wir beide kennen uns. Exakt. Okay, tschüss. Genauso auch mein Anteil. Sie filmt gar nicht, oder? Nee, nicht Prêt-à-porter. Prêt-à-porter. Kann noch niemand.